Die Oberösterreichische Landesgartenschau in Bad Ischl biegt in die Zielgerade ein. Letzter Besuchstag ist der 4. Oktober 2015. Kulinarischer Herbst im Brandlhof Wolfseck. 24. Oktober bis 1. November 2015 die Wildtage. www.brandlhof.biz. Glas, Rollläden, Reparaturen, Wintergarten, Fenster. Wochenend- und Feiertag Notdienst. Hermann Deixler 0699 119 98607. In Runde 7 der Bezirksliga Süd hat der SV Entholzer Bichl die Chance, bei einem Dreier gegen den TSV Frankenburg an die Tabellenspitze zu klettern. Kein unmögliches Unterfangen für das Team von Neo-Coach Bella Hegedüsch, denn die Gäste aus der Würfelspielgemeinde rangieren 3 Plätze hinter der Heimelf auf Tabellenplatz 6. An die 300 Fans im Winkelfeldstadion sehen dann auch gleich einen stark startenden SVP. 5. Minute, Bizjak auf der rechten Seite, seinen Heber lenkt TSV-Goalie Tanner in den Corner, der dann nichts einbringt. Nur 3 Minuten später vergibt Sternbauer eine noch bessere Möglichkeit, recht stümperhaft. Frankenburg taucht in der 13. Minute das erste Mal vor dem Heimkasten auf. Bei Scheibelschuss fehlt dann kein halber Meter zur Gästeführung. Nach gut einer Viertelstunde muss es 1:0 für Bichl stehen. Tut es aber nicht, weil Bizjak diese Top-Möglichkeit nicht in Zählbares umsetzen kann. Im Chancenvernebeln steht die Hartmann-Elf den Hegedüsch-Boys aber um nichts nach. In der 18. Minute läuft Winter alleine auf Bichls 1er Pupeter zu, verliert das 1:1 Duell, ja, und danach klärt die Heimel auf der Linie. 5 Minuten vor dem Pausenpfiff durch Schiri Schimpel, der für die Fans sehr oft den Alleinunterhalter spielt, wird Bichls Böttje von Markowski ideal bedient, nur das ist kein Schuss, sondern ein Schüsschen. Schon in der Nachspielzeit noch eine Top-Chance für die Gäste. Lohninger hat die Möglichkeit abzuspielen oder es selbst zu versuchen. Er entscheidet sich für die zweite Variante, aber knapp daneben ist eben auch daneben. Top-Chancen hüben wie drüben, aber keine verwertet. So steht es im Winkelfeldstadion zwischen Bichl und Frankenburg nach 45 Minuten logischerweise noch 0:0. Die Oberösterreichische Landesgartenschau in Bad Ischl biegt in die Zielgerade ein. Letzter Besuchstag ist der 4. Oktober 2015. Kulinarischer Herbst im Brandlhof Wolfseck. 24. Oktober bis 1. November 2015 die Wildtage. www.brandlhof.biz. Glas, Rollläden, Reparaturen, Wintergarten, Fenster. Wochenend- und Feiertag Notdienst. Hermann Deixler 0699 119 98607. Das mit den ungenützten Hundertern geht auch in Halbzeit 2 weiter. Markowski lässt die nächste gleich nach Wiederbeginn aus. Vielleicht aber auch nur ausgleichende Gerechtigkeit, denn hier reklamieren die Gäste heftig Abseits. In der 62. Minute startet Frankenburg Scheibel seinen Spaziergang über das halbe Spielfeld. Kein Bichler kommt auf die Idee, ihn dabei zu stören. Scheibel dann zu Peter Donninger und der macht sein Tor. Frankenburg führt in Bichl mit 1:0. Nur 2 Minuten später muss es aber auch schon wieder 1:1 stehen. Steht aber nicht, da Böttje nach Markowski Masterarbeit eine weitere Hunderter vergeigt. Eine Viertelstunde vor dem Ende verhindert Puppetter das 2:0 der Gäste durch einen Scheibelfreistoß.
In der 83. Minute darf der SVP aber doch noch jubeln. Daniel Markowski knallt von links mit links die Kugel in den Dannerkasten. 1:1, das ist dann auch der Endstand in diesem Bezirksliga Südspiel der 7. Runde. Der SV Endholzer Bichl klettert zwar auf Platz 2, verpasst aber den Sprung an die Tabellenspitze, den jetzt Monse innehat. Frankenburg rutscht vom 6. auf den 7. Rang zurück. Wir haben mindestens 10 hochkarätige Chancen vergeben und zum Schluss, zum Glück, haben wir 1:1 noch machen können. Mit diesem 1:1 die Chance auf den Tabellenplatz 1 vergeben? Tabellenplatz 1 ist wichtig im Mitte Juni nächster Jahre. Generell läuft es gut beim SV Endholzer Bichl. Bei uns passt momentan alles, bis auf einen oder andere verletzte Spieler. Ich hoffe, dass nächste Woche mit der kompletten Mannschaft spielen können und nutze unsere Chance nächste Woche. Ja, es war sicher, leider haben wir unsere Möglichkeiten nicht genutzt und dann ist es halt auch schwierig, dass man so eine Partie gewinnt. Wir waren wirklich ganz, ganz knapp dran. Es ist immer wieder schwierig, in Bichl zu spielen und wir haben es zwar vorgenommen, wir haben es leider wieder nicht geschafft. Jetzt halten wir aber den Trainer nicht mehr auf, denn heute gibt es einen besonderen Tag. Ja, mein Hochzeitstag heute und meine Frau hat gesagt, ich muss schnell heimkommen. Nein, und kann man gerne haben.